Neues Glück im alten Bett. Der Streifenwagen parkt vor einem Torbogen. Daran steht Heimatmuseum. Staller kommt aus dem Gebäude dahinter. Zu einer Brünetten. Der Frau ist keine Angst haben, Frau. Wie darf ich Sie ansprechen? Elena Sinek. Elena, schön. Ja, und Sie sind? Johannes, Staller Johannes. Ja, und der Einbrecher? Kennen wir noch nicht. Ja, also, ich habe jetzt das ganze Haus gecheckt. Da ist kein Mensch. Ganz sicher. Einbrecher am Tatort habe ich noch nie gesehen. Ja, ich wäre statistisch gesehen vollkommen widersinnig. Ja, also, seien Sie ganz entspannt. Ich bin ja bei Ihnen. Sinnig tritt ihre Zigarette aus. Gefolgt von Staller geht sie in das Museum. In einer Bauernstube mit bemalten Möbeln hebt Hubert eine Säbelscheide auf. Da, schauen Sie, alles in Ordnung. Upsi, das ist die Frau Sinnig, die rechte Hand vom Chef. Mhm. Sagen Sie mal, der fällt was, oder? Der Säbel. Ja, was ist mit dem? Gestohlen. Ein ganz seltenes Einzelstück aus den napoleonischen Kriegen. Ja, es ist wurscht, das zahlt Versicherung. Hupsi, das hat einen ideellen Wert. Ja, das hat sich der Einbrecher auch gedacht. Jeder Gegenstand der Art mit Weltgeschichte. Das haben Sie jetzt aber schön gesagt. Ja, mein Herz schlagt halt fürs Alte. Ja, das Bett, das wäre für mich vielleicht ein bisschen kurz gewesen. Früher ist man im Bett gesessen. Mhm. Wieso? Aberglaube. Man dachte, man würde im Liegen sterben. Das sind nur Möbel. Ja. Er schlägt an einen Schrank. So was Solides wird hier gar nicht mehr gebaut. Ein Mann kippt heraus. In seinem Bauch steckt ein Säbel. Oh. Soll ich besser im Bett sitzen bleiben, hä? Anja am Tatort. Kurt Ebert, 45 Jahre und hier Mitarbeiterausweis, Wodeck Security. Jetzt schau dir das einmal an. Hubert greift in den Schrank. Säbel schlägt Spazierstock. Am Tatort trägt man Handschuhe. Ja, es täte auf jeden Fall. Kerben könnten wirklich von einem Kampf stammen. Ja, oder von einem Säbel vielleicht. Und was sagst du hierzu? Von wem ist das? Kommst denn du her? Ich habe mich um die Frau Zinnig gekümmert. Die war ja vollkommen durch. Unter einem Flickenteppich Blutspuren. Ja, man muss ja mal für seine Mitmenschen da sein. Das ist ja gut, sagt der Konrad. Alles gut? Ein Dunkelblonder kommt. Grüß Gott, wer sind Sie? Dr. Wolfgang Brause, ich bin der Museumsleiter. Gott, der Herr Ebert, wie ist das denn passiert? Also, Haushaltsunfall war es keiner. Sehen Sie mal, der Stock gehört ja zum Museum. Brase greift danach. Nix anfassen. Das ist der Tatort. Ja, Entschuldigung. Ja, das ist Teil unserer Sammlung. Nee, sagen wir zu, wer echt da ist, oder? In einem Büro mit großen, hohen Fenstern und Parkett sitzt Girwitz vor einem Schreibtisch. Unruhig reibt er die Handflächen aneinander und tippt auf seine Uhr. Auf dem Tisch steht das Foto eines Paares mit Kleinkind. Girwitz fasst an ein rechtwinkliges Gestänge vor sich und hebt und senkt die waagrechte Stange. Er dreht sie zu sich, sie leuchtet auf. Hektisch nestelt Girwitz an der Tischlampe herum. Hinter ihm öffnet ein etwa 50-Jähriger mit gewelltem Haar eine Holztür. Girwitz streckt die Hand aus, der Mann ignoriert sie. Bitte entschuldigen Sie vielmals, Herr Girwitz, was meinen Terminkalender angeht. Oh, bitte bleiben Sie doch sitzen. Kann ich es mit denen in Berlin locker aufnehmen? Er knipst die Lampe aus. Also, Ihr Verkehrskonzept. Das ist ja erstaunlicherweise wirklich ganz brauchbar. Also gerade um den Markt herum, da staut sich ja immer alles. Ja, ja, da dachte ich, dass wir... Bitte, bedienen Sie sich. Kekse. Die hat meine Frau gebacken. Ja. Girwitz nimmt einen. Der 50-Jährige betrachtet das Familienfoto. Sehr lecker. Um den Markt herum, da dachte ich... Was dass wir wären wir nur ohne unsere wunderbaren Frauen? Ja, also ich meine, ist auch sehr... Also ich denke, mit der entsprechenden Beschilderung liegen wir da goldrichtig. Ja. Entschuldigung. Ich dachte, ich hätte stumm gestellt. Tut mir leid. Ach, das macht doch nichts. Herr Girwitz, Männer wie wir müssen doch immer erreichbar bleiben, nicht? Ja. Gehen Sie ran. Danke. Girwitz wendet sich ab. Herr Girwitz, was gibt's wohl wird? Was? Und das ausgerechnet jetzt? Auf dem Speicher des Museums. Brase zu Hubert und Staller. Also hier im Magazin, besser gesagt im Depot, wird alles gelagert, das wir aktuell in der Ausstellung nicht brauchen. Da war schon lange kein Putzfahrer da, hä? Museumsstaub, der ist hochallergen. Putzkräften müssen wir leider etwas sparen.
Und, fehlt jetzt irgendwas? Das kann ich jetzt noch nicht feststellen, bei so vielen Objekten. Ja, oft hebt man ja so Zeug viel zu lange auf, ne? Ich muss das ja bitten, ja. Wir befinden uns hier in einem Museum. Das geht mir direkt auf die Schleimhäute. Ach, an Sie. Ja, Speichel neutralisiert es. Er tupft sich Spucke. Haben Sie keine Alarmanlage? In die Augen. Das ist defekt. Wenn er neue fehlen uns leider die Mittel. Deshalb beschäftigen wir ja die Firma Wodeck. Ach so, das ist dann billiger. Tja, leider. Sonst wäre der arme Wachmann nicht tot. Orden und Ehrenzeichen. Schaut gar nichts drin. Das gibt's doch nicht. Brase nimmt Staller. Das ist alles weg. Eine Schachtel ab. Es muss ein Kenner gewesen sein. Ich muss das sofort mit der Inventarliste überprüfen. Ich würde alles auf den Wertstoffhof haben. Neben einem ausgestellten Kramerladen steht ein zerbrochener Fensterflügel offen, darunter Scherben. Staller zeichnet in seinem Notizheft. Was machst du da? Tatortskizze, wie wir es gelernt haben. Und was ist das da? Regnet es da rein? Das sind die Scherben. Da ist das Fenster kaputt. Da ist ein neuer Täter. Ja, klaut im Magazin die Orden, will zum Fenster wieder raus, wird vom Wachmann überrascht. Der Täter entkommt und aus Enttäuschung haut sich der Wachmann selber einen Säbel im Bauch und setzt sich zum Sterben in den Schrank rein. Und wie kriegt er dann den Schrank von außen wieder zu? Upsi, ein Tatort, den muss man lesen können. Er dreht sich weg. Hubert folgt ihm. Sie betreten die Bauernstube. Der Täter flüchtet dann rein. Dann kommt der Wachmann, es gibt einen Kampf. Mach du mal die Täter. Staller nimmt zwei Spazierstöcke. Von mir aus. Also, ich ziehe den Säbel aus der Scheide. Rups. Ich als Opfer habe halt leider bloß den Spazierstock. Auf geht's. Hubert sticht zu. Staller fällt rücklings aufs Bett. Okay, jetzt bist du tot. Wie geht's weiter? Ja, jetzt musst du mir in den Schrank reinlegen. Nein, das brauche ich nicht, weil das kann gar nicht sein, weil im Bett war überhaupt kein Blut. Upsi, hier riecht's total nach Parfüm. Naja, das sind Mottenkugeln. Naja, das ist ein ganz femininer Duft. Ja, es gibt ja auch Mottinnen. Das flache Gebäude des Polizeireviers liegt in der Sonne. Riedel eilt in den Konferenzraum und nimmt ein Polizeiwerbeschild von der Wand ab. Dahinter kommt eine Dartscheibe zum Vorschein. Aus einer grünen Thermoskanne zieht Riedel drei Pfeile. Er positioniert sich neben dem Tisch und zielt mit dem ersten Pfeil auf die Scheibe. Alle drei landen auf großen Feldern, dem einfachen Wertbereich der Scheibe. Sonja kommt. Na, das ist ja großartig. Alle machen, worauf sie Bock haben und ich die Arbeit, oder wie? Ich brauch doch sowieso niemand. Was ist denn das jetzt für ein Quatsch? Ja, der Hansi und der Hupsi, die hätten mich ruhig mal mitnehmen können ins Museum. Das hätte mich auch interessiert. Er trifft ein schmales Feld, den Dreifachring. Wow. Aber du weißt doch, dass sie ohne dich total aufgeschmissen sind. Meinst du echt? Natürlich. Darf ich auch mal? Ja. Sie nimmt Riedels Platz ein. Ihr Pfeil landet im Bull. Den Ring um den Mittelpunkt. Nicht schlecht. Du magst nicht einmal zu uns im Verein kommen. Du bist in einem Verein? Ja, logisch. Aha. Sonja nimmt einen weiteren Pfeil und trifft in die Mitte ins Bullseye. Bin aber nicht so der Vereinstyp. Buff glotzt Riedel auf die Dartscheibe. Im Museumsdepot. Staller zieht die Nase hoch. Brase richtet sich mit einem Ordner auf und holt ein Blatt heraus. So, bitte, hier ist eine Liste mit den gestohlenen Orden. Bitte. Hubert nimmt die Liste. Militärverdienstorden zweiter Klasse mit Schwert. Ja, haben Sie da auch Fotos davon? Ja, selbstverständlich. Hier, bitte, ist alles sauber dokumentiert. Gottes Willen, es ist ja ein Haufen Zeug. Ja, allerdings, wenn das mal weg ist, ist es weg. Also ich habe da keine Hoffnung. Wie schützen Sie sich da eigentlich vor Motten? Motten? Naja, wir sprühen regelmäßig. Und wie riecht es dann? Das ist geruchlos. Geruchlos? Ja, hat das was mit dem Fall zu tun? Goldene Ludwigsmedaille. Was kostet sowas? Ja, ca. 6.000 Euro. Was? Eine? Ja, das ist ein historisch bedeutsames Stück. Medaille für Verdienste am österreichischen Volk? Unbezahlbar. Ja, damit können Sie dem Kollegen nicht imponieren. Ja, viel wichtiger ist, wie rührend Sie sich um Frau Sinnig gekümmert haben. Nein, das war er. Ja, ich wollte sowieso gerade nachher schauen. Nein, nein, das ist nicht nötig. Frau Sinnig ist eine starke Frau. Ja, mit einem starken Anlehnungsbedürfnis. Die Frage ist, wer sich da an wen anlehnt. Vielen Dank. Ja. Hubert gibt Brase den Ordner zurück. Die Ermittler kommen aus dem Torbogen. Pfirsich, Veilchen, Rosmarin.
Nach sowas riecht's in dem Bett. Hansi, es gibt nur zwei Gerüche, gut oder schlecht. Auf einer Bank sitzt sie Nick und raucht. Staller geht zu ihr. Und, wie geht's Ihnen? Soll es mal schon gehen? Das ist natürlich schwer, sowas zu verarbeiten. Das Blut und der Säbel, oh Gott. Wissen Sie, wie ich mit sowas umgehe? Er nimmt Platz. Wie denn? Ich setze einfach was ganz was Positives entgegen. Ein Sonnenaufgang, ein Gänseblümchen, ein hübsches Gesicht. Sie nimmt einen Zug. Das Rauchen, der Geruch, der erinnert mich an früher. Aha. Ja, auf Kellerpartys, Matratzenlager, Flaschen drin. Flaschen drin. Guter Kollege, aber sehr ungeduldig. Staller eilt zum Dienstwagen. Am Steuer atmet er tief durch die Nase ein. Was ist denn schlecht? Das ist gar nicht so leicht, dass man den Duft von dem Parfum da in sein Geruchsgedächtnis einspeist. Und das Parfum, das ist die wichtigste Spur, das sagt der Ich. Mhm. Weil man sich vor dem Einbruch noch Parfum aufs Gesicht aufhat. Ja, eine Frau schon? Eine Frau? Vielleicht war es eine Meisterdiebin. Eine, die so die Fassade hochklettert. So, die Katze von Wolfertshausen. Im Vorraum des Reviers steht Hubert hinter Sonja. Die studiert die Ordenliste. Ehrenkreuz für hinterbliebene deutsche Spanienkämpfer. Germanische Leistungsrune. Kreuz für Verdienste um das Militär Brieftaubenwesen. Naja, es gibt für alles Orden. Sogar für 10 Jahre unfallfreies Essen. Sonja, riech einmal das. Fußdeo? Na, das riecht doch so fruchtig. Das riecht nach Fußdeo. Ja, aber der Geruch im Bett, der war ja viel intensiver, komplexer. So exotisch, erotisch. Erdig im Abgang, oder? Staller riecht an einem Papier. Nichts zu tun? Doch, wie schaut's bei Ihnen aus? Ihre Witze können sich sparen, mein Tag ist gelaufen. Wie ist der neue Bürgermeister? Hubert Staller zu mir. Staller legt die Sprühdose und Papier ab. Die Ermittler vor Gewitz Schreibtisch. Da lässt man mir in meinem ersten Gespräch mit dem neuen Bürgermeister mitteilen, dass ein Mord passiert ist und dann noch im Museum. Da kommen wir doch grundsätzlich wie eine kriminelle Enklave rüber. Ist Ihnen klar, in was für eine Lage Sie mich gebracht haben? Wir doch nicht. Die Leiche. Ja, also eigentlich der Mörder. Ich stand da wie ein Idiot. Kann den Mann ja nicht anlügen, krieg ja mit, was los ist. Wie ist der Stand? Ein Wachmann wurde erstochen. Wahrscheinlich von einem Einbrecher. Ja, oder Einbrecherin. Einbrecherin? Wieso das? Frauenparfüm am Tatort. Sie sollen mir Fakten liefern, Beweise und nicht Witterung aufnehmen. Na, deswegen wollten wir ja einen Spürhund anfordern. Ein Spürhund? Wissen Sie, was das kostet? Das können Sie mal gleich vergessen. Nicht? Sie folgen dem Diebesgut, das führt Sie zum Dieb und damit zum Mörder. Klar? Der Streifenwagen parkt vor einem roten Haus. Über dem Eingang ein Schild. Vodek Security. In einem Büro. Staller begutachtet eine Ritterrüstung, dann eine gerahmte Auszeichnung an einer Wand. Hubert zu einem Mann mit Stirnglatze und Bart. Tja, ist sowas passiert, Herr Vodek? Hat es da in letzter Zeit irgendwas Auffälliges gegeben? Was soll es denn gegeben haben? Ich weiß nicht. Irgendwas Ungewöhnliches, ein Einbruchsversuch? Ja. Naja, alles im grünen Bereich. Der Ebert war ein echt zuverlässiger Mann, sowas gibt es selten. Königlich bayerischer Polizeihauptmann. Ja, mein Urgroßvater. Also ich brauche jetzt einen Obster. Ich würde Ihnen ja auch einen anbieten, aber Sie sind ja im Dienst. Vodek grinst leicht. Aus einem Schrank holt er eine Flasche. Hubert und Staller beobachten ihn und bemerken im Schrank eine Pickelhaube. Sagen Sie mal, Herr Vodek, laut der Liste hätten Sie eigentlich an dem Tag Dienst gehabt? Na, ich hatte es mit Magen. Bin die ganze Nacht gesessen, wenn Sie wissen, was ich meine. Mhm. Und da ist der Ebert für Sie eingesprungen. Genau. Blöd für ihn. Gut, die Liste nehmen wir mal mit. Ich suche übrigens immer erfahrene Leute, auch in Teilzeit bei sehr guter Bezahlung. Ah, was heißt bei Ihnen sehr gut? Als Museumswärter wärst du, glaube ich, super. Im Vorraum betrachtet Sonja eine Webseite. Hinter ihr trainiert Riedel mit Dartpfeilen seine Handhaltung. Der sieht echt ganz nett aus, der neue Bürgermeister. Guck mal hier, Sigmar Haflinger mit Familie. Hey, ich weiß, der spielt doch bei uns im Verein. Echt? Wie ist der so? Total locker. Den merkst nicht an, dass der Bürgermeister ist. Und Ihnen merkt man nicht an, dass Sie arbeiten, hm? Quatschen über Leute, die Sie nicht kennen. Moment, der Sigi Haflinger, der... Sie meinen den Herrn Bürgermeister? Ja, bei uns im Verein ist er der Sigi. Ach, Sie meinen Sie und er... Ja. Ist ja ein Ding.
Kommen Sie mal, kommen Sie mal. Girwitz zwingt Riedel in sein Büro. Heimlich legt der die Pfeile ab. Überrascht mich immer wieder. In der Pathologie ficht Staller mit dem Säbel in der Luft. Auf dem Seziertisch liegt ein abgedeckter Körper. Anja kommt herein, gefolgt von Hubert mit einem Bücherstapel. Hansi, das ist ein Beweisstück und teuer ist der auch. Entschuldigung. Sie nimmt ihm den Säbel weg. Wo kommt das Zeug hier? Da. Hubert legt die Bücher auf den Arbeitstisch. Schnitt- und Stichverletzungen. Da schau, Winkelschnitt. Brutal. Kannst du ja mit der Anja mal einen bunten Abend veranstalten. Die schönsten Schnitt- und Stichverletzungen. Über die Besonderheiten der Verletzung muss ich mich nur eingehend informieren. So, glaub, du hast das studiert? Klar ist, der Stoß war sehr kräftig und der Mann war ca. 6 bis 8 Stunden tot, als ich ihn gegen 10 Uhr untersucht habe. Was, 6 bis 8 Stunden hat der da in dem dunklen Schrank guckt? Naja, vielleicht auch kürzer. Weißt du, wenn er so ganz langsam in den Schrank reingerobt ist? Anja entfernt sich. Ja, der hätte aber die Tür von innen zumachen müssen. Nicht jeder so ungeschickt wie du, Hans. Und jetzt zum Spazierstock. Die Einkerbungen stammen wie vermutet vom Säbel und Reste von Fingerabdrücken vom Toten. Also hat er sich wahrscheinlich damit gewehrt. Ja, das haben wir mir schon ausprobiert. Neu ist aber, dass jemand versucht hat, den Stock abzuputzen. Ja, Mörder mit Putzzwang. Genervt wendet Anja sich ab. Im Vorraum stehen Riedel und Girwitz vor Sonjas Schreibtisch. Ja, dann besorgen Sie mal so ein Dartdings. Bord. Ja, ja. Was kostet was? So. Sonja sagt stumm 100. 100? Girwitz zieht seine Geldbörse aus der Gesäßtasche. Aber was Professionelles, nicht? Ja, mit so Pfeilen, nicht? Mhm. Ja, ja. Freudig nimmt Riedel das Geld entgegen. Girwitz geht. Sonja winkt mit dem Zeigefinger. Schnell gibt Riedel ihr 50 Euro und eilt hinaus. Hubert und Staller im Büro ihres Chefs. Der hält ein Blatt. Der Dienstplan ist das reine Chaos. Durchgestrichen, eingebessert. Ah, der Ebert, der muss viel länger im Museum gewesen sein. Woher wollen Sie das wissen? Weil die Anja den Todeszeitpunkt ermittelt hat. Und dieser Bodek, der Chef von der Sicherheitsfirma, hat die Schicht mit dem Toten getauscht. Weil er Bauch gekoppt hat. Gibt's Zeugen? Gab's den Ebert, aber der ist ja nicht mehr. Der Milan Bodek wäre fast ein Kollege geworden. Der war auf der Polizeischule in Königsbrunn. Und wieso fast? Weil der wegen Trunkenheit am Steuer noch während der Ausbildung geflogen ist. Na, sauber. Nehmen Sie sich den doch mal vor. Los. Bei Wodek im Büro. Ich war den ganzen Abend zu Hause, weil es mir dreckig ging, kapiert? Ja, was haben Sie denn gehabt? Fleischvergiftung, Fischvergiftung, was weiß ich. Sie müssen doch wissen, was Sie gegessen haben. Eierspeisen sind ja gefährlich. Ich habe einmal so eine Creme Brûlée gehabt. Um Gottes Willen, da sitzen die Salmonellen ja Schulter an Schulter. Ohne Ei schmeckt es aber nicht. Ich esse überhaupt keine Eier mehr. Sag mal, was wollen Sie eigentlich überhaupt? Herr Wodek, wenn man nachts so allein mit den wertvollen Sachen im Museum ist, da kommt man doch sicherlich mal in Versuchung. Was soll das? Erinnerung an die Polizeischule. Hubert holt die Pickelhaube aus dem Schrank. Verstehe. Sie haben in meinem Leben rumgeschnüffelt, ha? Ist ja toll. Ich bin vor über 10 Jahren wegen Trunkenheit am Steuer von der Polizeischule geflogen. Na und? Wo haben Sie denn her? Von meinem Urgroßvater da. Ah, der Polizeihauptmann. Der hat bestimmt nichts dagegen, wenn wir es beschlagen haben. Empört schaut Wodek zu Hubert und Staller. Auf Wiedersehen. Im Museum folgen die Ermittler Brase zwischen Glasvitrinen hindurch. Also ich habe noch ein identisches Exemplar. Kommen Sie. Hallo, Paps. Ist was passiert? Jetzt nicht, du. Einbrecher waren da. Alle Orden sind weg. Und? Der Ewert, der Wachmann, der ist tot. Was? Naja, jemand ist durchs Fenster gestiegen letzte Nacht und hat ihn erstochen. Das ist ja furchtbar. Ja. Gestern Nacht. Ja. Oh, Entschuldigung, darf ich vorstellen, das ist Doro, meine Tochter. Durchs Fenster. Staller geht an Brase und Doro vorbei. Die blickt zu Hubert. Was hat er denn? Die Psyche. Zu viel Stress trifft vor allem Polizisten, Lehrer und Bombenentschärfer. Oh. Ja, ich muss es dann auch los. Ich melde mich, Papa, ja? Ja, ja, ist gut. Hier, kommen Sie. Brase führt Hubert zu einer Vitrine mit Hauben. Gott sei Dank. Sie ist noch da. Boah. Das ist für uns eher ungünstig. Beim Kramerladen am Fenster. Einschlagen, aufmachen. Einschlagen, aufmachen. Sag mal, Hansi, kann das sein, dass du jetzt schlagartig senil wirst, oder was? Einschlagen, aufmachen. Hansi,
Ja, der hat nämlich die Scheibe nicht erst eingeschlagen und dann aufgemacht, sondern umgekehrt. Weil sonst wären die Scherben da gelegen und nicht da. Ja, super. Du musst einmal dein Verhalten der Kundschaft gegenüber überdenken, weil ich stehe da wie der Depp. Was ist jetzt mit den Scherben? Staller zeigt in sein Notizheft. Im Dienstzimmer begutachtet Girwitz Stallers Skizzen. Also Staller ist irgendwie sehr abstrakt. Verstehen Sie das, Hubert? Na, überhaupt nicht. Das sieht doch aus wie Regen, oder? Staller leert den Mülleimer unter dem Fenster aus. Ja, schafft, wenn man von außen ein Fenster einschlägt, dann landen die Scherben da und nicht da. Jetzt kommen Sie wieder runter, Staller. Ich hab's ja begriffen, nicht? Aha, da will jemand schlauer sein als wir, aber warum? Weil er schon drin war, der Einbrecher. Ja, das meine ich doch. Sehe ich genauso. Ja, ich sag's euch schon, dass der Täter einen Schlüssel hat. Ja, und wer hat einen? Ja, der Dr. Brase, die Sinnig und der Ebert. Ja, den können wir nicht mehr fragen. Aber die anderen beiden, haben Sie? Nein. Alles fertig! Oh, das ist der Riegel. Jetzt lass mich mal überraschen. Kommen Sie. Im Konferenzraum hängt die Dartscheibe. Sieht doch eindeutig aus wie Scherben. Nein, ich finde wie Regen. Dart fördert nicht nur die Konzentration des Einzelnen, sondern auch Riegel. Ja. Teamgeist, nicht? Und Sie wissen, der ist mir besonders wichtig. Außerdem lernt man dabei, mit Niederlagen umzugehen. Deswegen habe ich uns allen hier diese wirklich teure Dartscheibe spendiert. Die hat sogar noch 50 Euro mehr gekostet. Wie, das Ding? Ja, die ist aus echtem Pferdehaar. Naja. Wichtig ist jedenfalls, dass man immer 2,37 Meter Abstand einhält, was Riedel schon richtig markiert hat hier, nicht? Also. Girwitz wirft und trifft rechts neben die Scheibe. Der Pfeil steckt in der Wand. Ja, dann noch einer. Riedel gibt ihm einen zweiten Pfeil. Ja, vielleicht ein armer, bisschen lockerer. Ja, arm locker. Und auf die Fußstellung achten. Es ist gut jetzt, Riedel. Ja? Der Pfeil landet links. Der Scheibe. Sind das wirklich 2,37? Mhm. Ja, gut. Ja, jetzt sie. Das ist eigentlich ein Sport für tätowierte Alkoholiker. Teamgeist, Hubert. Teamgeist. Vom Tisch aus schleudert der einen Pfeil in ein schmales Dreifachfeld. Staller steht von seinem Stuhl auf. Der Wärme? Ja, ja. Staller trifft... Den Arm locker, locker. Ins Bull. Oh, viel Spaß, gib mir nur an. Nein, es langt jetzt. Wir haben ja noch einen Mord aufzuklären, nicht? Also, an die Arbeit, ja. War ja... Girwitz bleibt allein zurück. Er stellt sich an die Markierung, hebt einen Pfeil und versenkt ihn über der Scheibe in der Wand. Auf Sonjas PC Fotos von Orden. So, hier ist er wieder, Antique King. Guck mal, was der alles verkauft. Naja, so alten Ordensschmarrn halt. Ja, vor allem solche, die aus dem Museum verschwunden sind. Seit wann macht denn der das? Seit gut einem Jahr. Ach, dann kannst du es vergessen. Der kann sie nicht verkauft haben vor dem Einbruch. Ja, aber jetzt habe ich mir mal den Nutzernamen angeguckt und vor allem die E-Mail-Adresse dahinter. Ratet mal, wer das ist. In Wodeks Büro zieht Staller eine Schreibtischschublade auf. Hubert steht bei einem Safe. Aus Wodek macht der Mr. Wodeko als E-Mail. Also fantasieloser geht's ja gar nicht. Hansi.Stellone ist jetzt auch nicht viel besser. Das ist doch privat. Muss ja nicht jeder gleich wissen, dass ich besagter Polizist bin. Haben Sie einen Schlüssel oder müssen wir einen Schweißbrenner nehmen? Dazu haben Sie überhaupt kein Recht. Warte mal, Hubsi. Den sprengen wir auf. Na ja, dann braucht er ein neues Büro. Die Ermittler sehen Wodek an. Der beugt sich runter und wirft Hubert einen Schlüssel zu. Der schließt den Safe auf. Die Polizisten spähen hinein und drehen sich zu Wodek um. Girwitz telefoniert in seinem Büro. Ja, habe ich nur Täter, Bürgermeister. Ja, wir leiten alles am Marktplatz vorbei. Ja, tolle Idee. Ja. Bitte? Ach so, ja, die Ermittlungen laufen wie am Schnürchen. Ja, wenn Sie vorbeikommen, können Sie das Geständnis sozusagen live erleben, ja. Ja, ja, dann, ja, bis gleich, ja. Riegel! Jawohl? Der Bürgermeister kommt gleich vorbei. Besonders ein bisschen Blumendeko, nicht Kekse, Knabberzeug, Nüsse, sowas. Hm? Aber der hat eine Nussallergie. Ja. Ja, der Sigi, der hat einmal bei der Weihnachtsfeier Nusskipferl erwischt und dann, also, der hat ausgeschaut. Er bläst die Wangen auf. Um Gottes Willen, nein. Ja, also keine Nüsse, nicht? Halt nur Blumen und Kekse. Obwohl, Kekse können ja auch so Spurenelemente von Nüssen und so, nicht? Also, nee, auch das ganze Knabberzeug weg, nicht? Nur Blumen, ist auch billiger. Jawohl, ja. Im Dienstzimmer sitzt Wodek an der Längsseite der Schreibtische. Vor Hubert liegen mehrere Orden. Er nimmt einen. Wie lange haben Sie das schon gemacht mit den Orden, Sie und Ihr Kollege? Ungefähr seit einem Jahr. Auf die Idee kam aber der Ebert. Na, der Ebert, natürlich.
Der wollte halt immer mehr, immer schneller verkaufen. Das sie nicht, gell? Weil sie so ein bescheidener Mensch sind. Deswegen haben sie auch die Fechterei da veranstaltet. Was haben wir? Sie hatten einen Säbel, der andere einen Spazierstock. Wie es ausgegangen ist, wissen wir ja. Was, ich? Wir haben ja das Ganze nachgestellt und haben auch eine Blutspur gefunden. Wenn die von Ihnen ist, dann gerade Nacht. Oh Mann, ich war das nicht! Girwitz mit Pilotensonnenbrille wartet vor dem Polizeirevier. Ein dunkler Skoda-Kombi fährt vor. Am Steuer Bürgermeister Haflinger. Girwitz öffnet die Fahrertür und streckt ihm die Hand entgegen. Sein Gast dreht sich weg. Herzlich willkommen. Das ist ja mein Empfang, Herr Girwitz, dass Sie mich gleich persönlich abholen. Ja, wir sind gern nah am Bürger. Hilfsbereit und freundlich zu jedem. Na, ich hoffe nicht zu den Tätern. Das ist ja noch schöner. So, das ist also Ihr Reich. Ja, klein, aber fein, wie man so schön sagt, nicht? Ja. Ja. Und Ihre Wagen, sind die alle im Einsatz? Ja, alle. Schon Elektromobile dabei? Elektro hatte ich schon mal angedacht, ja. Wir haben zwei Fahrräder. Ja, aber da müssen Sie ran, Herr Girwitz. Zurzeit gibt's da Fördermittel, die Töpfe sind voll, sage ich Ihnen. Ja, das klingt verlockend für mich. Bitte. Gerne. Danke. Sie gehen hinein. Im Konferenzraum stehen Getränke und ein kleiner Blumenstrauß auf dem Tisch. Jedenfalls ist der Sicherheitsmann eine ganz heiße Spur. Und Sie sagen, dass es sich dabei um einen Streit unter Einbrechern handelt? Präzise unter Museumsdieben. Und da sind Sie ganz sicher? Meine Leute warten nur noch auf das Geständnis. Und das werden Sie auch kriegen, denn ich habe meine besten Männer auf den Fall angesetzt. Ja, gutes Team, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Je schneller ein Verbrechen aufgeklärt wird, desto größer ist das subjektive Sicherheitsempfinden der Bürger. Und das ist das A und O. Ich sehe das ganz genauso. Im Dienstzimmer. Sie haben ein Motiv und kein Alibi. Das ist eine rechte Scheißkombination. Für so ein paar Orden, da bringe ich doch nicht jemanden um. Das war kein jemand, sondern ein langjähriger Kollege. Das ist doch unmenschlich. Ja, das kommt ja auf den Kollegen an. Das kann doch auch jemand anderes gewesen sein. Wer denn? Ich weiß es nicht. Aber irgendwas ist da vorgegangen im Museum. Geht es vielleicht ein bisschen genauer? Der Ewert und ich, wir hatten manchmal das Gefühl, dass da noch jemand im Haus ist nachts. Wie? Was für ein Gefühl? Einfach ein Gefühl. Vielleicht war es die Luft. Oder Geruch? Hansi. So ein Duft? Keine Ahnung. Jedenfalls war das Bett in der Bauernstube ein paar Mal durchwühlt. Der Ewert meinte, einmal sei es sogar noch warm gewesen. Oh, dann gibt's nur eine Möglichkeit. Das war ein Gespenst. Dann wär's kalt. Was? Wenn's ein Gespenst wäre, wär's Bett kalt und nicht warm. Sonja kommt. Schönen Gruß von Anja. Das ist ja schon mal der Koffer für die Blutabnahme. Ja, und? Ja, sie hat noch einen Termin. Lässt sich entschuldigen, ihr sollt bitte warten. Warten? Die spinnt doch. Alles klar, richtig hier aus. Sonja geht wieder. Naja, wenn das jetzt so ewig dauert, dann machen wir es halt selber. Na, Hansi, bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Wieso? Ist da alles da? Ja, die Anja freut sich, wenn das schon mal erledigt ist. Moment mal, ich bin hier kein Versuchskaninchen. Wenn du erst einmal die Biene hast, dann ist ja das ein Kinderspiel. Ja, aber da muss ich nicht dabei sein. Hastig verlässt Hubert das Zimmer. Ich weigere mich. Ich hab gedacht, sie sind unschuldig. Wodek öffnet und schließt den Mund. Gut. Jetzt machen wir erst einmal den Arm frei. Wodek schiebt einen Ärmel hoch. Staller patscht ihm in die Armborge. Er hält einen Stauschlauch. Im Konferenzraum. Also so ein paar neue Möbel könnten Sie hier aber auch mal brauchen. Ja, Sie wissen ja, wie das ist. Knappe Budgets, Kürzungen. Leider. Aber ich weiß natürlich auch genau, wie wichtig Ihre Arbeit hier ist. Herr Girwitz, ich werde Sie unterstützen, wo ich nur kann. Das klingt wunderbar. Riedel kommt. Ah, da kommt der Kaffee. Wurde auch Zeit. Der Riddler, ja Wahnsinn. Herr Bürgermeister, wie geht's denn? Ja, gut, danke. Was machen die Jungs? Ja, denen geht's auch gut. Die vermissen dich halt. Ja, ich vermisse unsere Spiele schon auch, aber der Job. Wissen Sie eigentlich, dass der Martin mal einen 9-Data hingelegt hat? Ja, der Kollege Riedel ist ein Mann mit verborgenen Talenten, nicht wahr? Ich spiele übrigens auch gerne mal Dart. Hm? Ach was? Ja, deswegen habe ich vor einiger Zeit zur Teambildung eine Dartscheibe anschaffen lassen. Na, das nenne ich jetzt aber mal Personalkultur hier. Ja. Wie wär's, ein paar schnelle Würfe? Nein, vielen Dank. Ich muss jetzt auch los. Oh Gott, ja, Termine. Sie wissen ja, wie das ist, nicht? Alter, weißt du noch, unser letztes Turnier? Ja, logisch, mit deinem 170er High-Finish. Ja. Double round the clock, da hätte ich mal wieder Bock drauf. Ja, aber da fehlen uns die Weiber. Ja. An Wodeks Armen Pflaster und Blutergüsse. Rollvenen sind immer ein Problem, das müssen Sie halt vorher sagen. Das war das erste Mal, stimmt's?
Ja, war schon mal ein Geburtshelfer. Draußen im Feld im Winter, das war ein Notfall. Zu Sonja. Das geht ins Labor. Ein schöner Gruß an die Anja. Ein Blutröhrchen. Ui, was haben Sie da mit dem Arm gemacht? Woddick hebt den Blick. Sonja sieht zu Staller, schnappt sich den Koffer und geht. So ein Aderlast, der kann sehr entlastend sein für den Organismus. Ja, davon habe ich aber nichts gemerkt. Beide Arme haben sie mir zerstochen, Sie Metzger. Die Gifte schwimmt's aus. Die Gefäße werden befreit, wenn Sie jetzt gestehen. Da kommt es sehr gut an vor Gericht. Ich kann nicht gestehen, was ich nicht getan habe. So, Herr Woddick, jetzt schreiben Sie mal was. Was soll ich denn schreiben? Keine Ahnung. Mein schönstes Ferienerlebnis, mir ist das wurscht. So ein Blödsinn. Ja, wissen Sie was? Schreiben Sie, wie das war, als Sie damals von der Polizeischule runtergeflogen sind. Hm? Er hält ihm einen Stift hin. Woddick ergreift diesen mit der linken Hand. Scheiße. Was denn? Aus dem Innern des Getränkeautomaten holt Hubert Geld. Was war denn jetzt das für ein Schmarrn mit der Schreiberei? Ah ja, der Woddick ist raus. Wieso das? Weil er Linkshänder ist. Ich hab mit der Anja gesprochen und die hat gesagt, der Stich ist von einem Rechtshänder ausgeführt worden. Und warum hast du nicht einfach gefragt? Na ja, wir müssen sowieso noch aufs Ergebnis von meiner Blutprobe warten. Darüber wollte Anja mit dir reden. Ah, grüß Gott, Herr Bürgermeister. Grüß Gott. Staller streckt die Hand aus. Ah, das sind also Ihre beiden fähigsten Männer, hm? Ja, sozusagen meine fähigsten Polizeiobermeister, Obert und Staller. Na, dann haben Sie den Täter doch sicher schon fest in der Mangel, oder? Ja, hat er schon gestanden? Na, noch nicht. Wir haben neue Erkenntnisse. Neue Erkenntnisse? Ja. Ach, neue Erkenntnisse, alte Erkenntnisse. Neue werden zu alten und alte werden zu neuen Erkenntnissen. Ganz normaler Verlauf der Ermittlungen. Ja. Aha. Im Dienstzimmer. Was ist denn dies für ein arroganter Sack? Da kann man doch die Hand geben. Na, ich konnte es schon verstehen. Es gibt ja Leute, die haben so schwitzige Hände. Das ist wie wenn man ihnen einen warmen Kartoffelbrei einlangt. So. Können Sie nicht einmal, wenigstens einmal mitdenken? Ne? Der gute Eindruck vom Revier, den er hatte, nicht? Alles futsch wegen Ihnen. Wieso? Ich bin Polizist, ich lüge nicht. Diplomatie ist das Stichwort, Staller. Diplomatie. Ist Ihnen jetzt klar, dass dieser Woddick als Täter nicht in Frage kommt? Ja. Diebstahl, Hehlerei, aber alles andere, das passt nicht zusammen. Ja, hallo? Ja, was? Na, jetzt ist gerade ganz schlecht. Ja. Gut. Ich hoffe, das war dienstlich. Hm? Es war die Anja. Das Blut vom Teppich stammt nicht vom Woddick. Na, sauber. Und jetzt, was ist Ihr Plan? Wieder bei Null anfangen? Null. Null. Girwitz wedelt sie mit der Hand hinaus. Hubert und Staller stutzen. Was? Ach so, ja. Er geht selbst. Hubert und Staller stehen auf und nehmen ihre Dienstjacken. Der Streifenwagen fährt über eine Landstraße, in der Ferne die Silhouette der Alpen. Im Auto hält sich Hubert drei Orden an die Brust. Was denn? So ein Orden schaut irgendwie blöd aus auf der Lederjacke, hm? Ja, du kommst da halt wichtig vor. Ach so, meinst du, dass sich der Girwitz abends vom Spiegel so ein Blech vor die Brust hält, hä? Glaubst du eigentlich, dass der Brase wirklich das nicht gespannt hat, dass da welche von den Dinger fehlen? Du, was denn? Vielleicht steckt der ja mit drin. Anja, mein Schatz, was kann ich für dich tun? Der Hansi? Der wehrt ab. Ja, ich schau mal, ob er da ist. Anja, zufälligerweise sitzt der direkt neben mir. Ich gebe mal weiter. Er hält Staller das Smartphone ans Ohr. Hallo, Anja. Was? Wieso Körperverletzung? Servus. Hubert steckt das Handy weg. Ich werde nie wieder irgendjemand irgendeinen Gefallen tun. Ist vielleicht keine schlechte Idee. Gekränkt sieht Staller zu Hubert. Im Heimatmuseum kommen die Polizisten eine Treppe herauf. Das ist wirklich ein wahnsinnig langweiliges Museum. Ja, wenn sie wenigstens ein Planetarium hätten oder eine Blitzvorführung. Ah, die haben nicht einmal einen faradayschen Käfig. Ruhig bleiben, du bist gut. Ständig ist die Polizei im Haus. Mach dir da nicht verrückt, Wolfi. Die haben ganz andere Probleme. Brase will sie küssen. Hoppala! In der Bauernstube. Was macht's denn, oder? Hallo, guten Tag. Naja, ich habe mich so sehr gefreut, dass es Frau Sinnig wieder besser geht. Nicht wahr, Frau Sinnig? Ja, wir wollten gerade aufräumen, da sieht sie aus. Ganz schlecht gelogen. Den Kollegen haben's schwer enttäuscht, Frau Sinnig. Das Bett langt ja für die zwei von der Länge her. Im Sitzen. Und Sie?
Vielleicht ist sie die Mottin. Langsam geht Staller auf Sinnig zu. Und schnuppert an ihr. Sinnig liegt im Bett. Abwechselnd riecht Staller an ihr und dem Kissen. Was macht er denn da? Er nimmt Witterung auf. Was nehmen Sie für ein Parfüm? Passion Nummer 7. Warum? Weiß ich noch nicht. Danke. Er steht auf und reicht ihr die Hand. Wo waren Sie eigentlich gestern Abend? Gestern Abend? Na, wir, Frau Sinnig und ich, waren bei einer Veranstaltung in Regensburg. Ja, dienstlich. Dafür gibt es Zeugen. Und dann sind Sie wieder heimgefahren? Ja, also nicht direkt. Wir haben im Hotel übernachtet. Aber heute früh sind wir dann gleich zurück. Wie heißt denn das Hotel? Zum Goldenen Bock. Schulterzuckend blickt Staller zu Sinnig. Im Streifenwagen. Du, vielleicht hat er doch recht, der Bodek. Der Brase war mit der Sinnig im Bett. Also in dem Fall im Bauernbett. Der Sicherheitsmann kommt dazu und... Na, deswegen sticht man keinen. Ich hab gleich gewusst, dass bei der Sinnig was faul ist. Entschuldige, Hansi, du warst doch wie verrückt hinter dir her. Okay, der wäre ja von Anfang an ganz anders bei dir eingestiegen. Hubert hebt kurz die Brauen. Aber warum versteckt der Brase die Leiche im Schrank? Ich meine, die hätte er doch gleich entsorgen können. Der ist doch nicht blöd. Ja, Liebesrausch. Da kommst du manchmal auf ganz abartige Ideen. Ja? Münsingen von oben. Dahinter erstrecken sich Felder und der See unter fast wolkenlosem Himmel. In einer Parfümerie nimmt Staller das Parfüm Passion von einem schmalen Präsentationstisch. Er sprüht es sich auf seinen Handrücken und stellt sich zu Staller an den Verkaufstresen. Dahinter eine Blonde mit langem Haar. Ja, sieh, das ist zu süßlich, oder? Ich weiß nicht, auf deiner Haut riecht's irgendwie streng. Also, in einer Beziehung ist es doch schon sehr wichtig, dass ein Duft beiden Partnern gefällt. Ich glaube, ich habe da was für Sie. Das ist nicht der Duft aus dem Bett. Ich weiß nicht, ich rieche überhaupt nichts mehr. So, schauen Sie mal. Eine Duftprobe. Ihr Freund ist ja doch sehr wählerisch. Vielleicht ist der was für ihn. Ich hoffe es sehr. Wie viele Frauenparfüms gibt es denn da überhaupt? Insgesamt so 80, 100 würde ich schätzen. Da leck mich doch am Arsch. Ja, hilft dir nichts. Im Zeitraffer, entlang eines Regals, öffnet Staller Flakon für Flakon und riecht an ihnen. Manche Parfüms sprüht er auf seinen Jackenärmel. Er schaut sich im Raum um und geht an ein großes Wandregal mit Kosmetika. Staller blickt mit ausgebreiteten Armen zu seinen Füßen. Dort liegen Scherben. Er tippt die Finger in die Lake und schnuppert an ihnen. Mit dem Fuß schiebt er die Scherben zur Seite. Erschöpft lässt Staller sich auf einen Stuhl mit Rollen fallen. Er hält mehrere Probestreifen. Jetzt weiß ich gar nichts mehr. Ach, Hansi, jetzt hast du nur noch 20 Stück. Mir ist schlecht. So, also ich würde jetzt wirklich gern Feierabend machen. Abrupt packt Staller sie und riecht an ihrem Dekolleté. Das ist er. Was? Der Geruch. Ja, dann nimm's am besten gern mit. Wie heißt der? Wie heißt der? Mit Sonja und Riedel im Vorraum. Le Luc, das ist ganz schön teures Zeug. Mhm. Dann haben sie bestimmt meine Ex-Frau benutzt. 180 Euro, das ist ja exklusiver Duft. Ich habe übrigens mit dem Hotel telefoniert. Der Brase und die Sinnig waren da. Das haben mehrere Mitarbeiter bestätigt. Gut, dann sind die schon nicht im Bauernbett gelegen. Gut, und wer hat anderen gelegen? Ja, auf jeden Fall eine Frau mit Le Luc und ein Mann. So ein teures Parfum, das benutzen nicht viele Frauen. Da spricht der Fachmann. Sagt die Verkäuferin. Ja, aber das ist doch ganz einfach. Dann observieren wir jetzt die Parfümerie und wenn jemand das Parfüm kauft, dann observieren wir die oder den auch wieder und irgendwann haben wir dann die richtige oder den. Und in 25 Jahren können wir einen Täterkreis einhängen. Die Ermittler bei Girwitz im Büro. Sonja sitzt auf der Schreibtischkante. Moment, nochmal. Sie wollen ernsthaft eine finkierte Annonce in die Tageszeitung setzen, die allen Le Luc-Kundinnen eine Reise nach Paris verspricht? Sind Sie wahnsinnig? Ist doch eine super Idee. Die Reise findet doch nicht wirklich statt. Wir machen das so wie bei den Gewinnspielen. Rechtsweg ausgeschlossen. Und Sie glauben, das bringt uns den Täter? Das Parfum ist der Schlüssel. Also wenn das wieder schief geht, beichten Sie das dem Bürgermeister. Außerdem, da brauchen wir noch einen von diesen Schnellsprechern, nicht? Diese Werbefritzen. Wo sollen wir den so schnell herkriegen? Ich würde das machen. Ja, Sie ganz bestimmt nicht. Ist ja wohl klar, oder? Sag mal, von Wirt, können Sie nicht ein bisschen Französisch? Ich hatte nur Russisch. Hubert, Sie haben doch mal erzählt, Sie waren Austauschschüler in Paris. Na, Altötting. Ja, egal wie, aber einer muss es machen. Sie waren noch in Marseille auf dieser Fortbildung.
Ja, aber... Ja, und der Beste in Ihrem Sprachkurs, haben Sie uns mal erzählt. Mehrmals. Girwitz senkt den Kopf. Naja. Ist schon irgendwie traurig, dass ich hier der Einzige bin, der ein paar Brocken Französisch kann. Ja. In der Parfümerie stehen Girwitz und Sonja gestylt an einem Lelüc-Stand. Madame Lelüc ist schon, wie sagt man, ein Duft. Il de Miracle, ein Wunder. Erleben Sie es, Madame. Kommen Sie, Mademoiselle, treten Sie näher. Versuchen Sie es. Aber wann fahren wir denn jetzt nach Paris? Ah, Paris, je t'aime. Möchten wir probieren? Lelüc ist der Duft von Paris, finden Sie nicht? Hä? Chanson d'amour, Madame. Jetzt singt er auch noch. Ja, vor allem mit dem grauenvollen Akzent, das nimmt den Kurminjob. Wieso, das merkt doch niemand. Was? Im Wolfertshausen gibt's keine Franzosen. Feile gibt's im Wolfertshausen einen Franzosen. Wie heißt denn der aus dem Weinladen? Der Ding, der Jean-Jacques? Das ist ein Holländer. Okay, dann haben wir jetzt ab. Stopp, stopp. Was? Das ist doch die Tochter vom Museumsleiter. Sie lugen aus einem Nebenraum zum Werbestand. Wie wird es? Ja. Es ist sehr schön. Im Büro schnuppert Girwitz an seinen Händen. Ihm gegenüber Hubert und Staller. Ah, dieser Gestank. Bis ich nach Hause komme, muss der weg sein. Staller hält brennende Streichhölzer vor Girwitz. Was soll das? Brandgeruch neutralisiert. Wir haben im Klo immer eine Zündhölzschachtel liegen gehabt. Ja, haben Sie. Ja, wenn man das große Geschäft macht. Hör halt auf. Ja, aber es funktioniert. Na, genauso wie dieses Affentheater gerade in der Parfümerie. Eins sage ich Ihnen, wenn das nicht fruchtet, sehe ich Sie auf Fußstrafe im Märchenwald. Immerhin sind wir so auf die Tochter von Brase gekommen. Und die hat durch ihren Vater jederzeit Zugang zum Museum. So, da bin ich wieder. Wollen Sie nicht mal umziehen? Ja, ich war doch gerade mit Doro Brase und den Damen noch was essen und ein bisschen plaudern. Und? Hat die was von einem Mann erzählt? Allerdings. Von ihrem Papa. Und der ist für Sie der Allergrößte. Naja, also wieder nix. Vielleicht doch. Wenn dem Papa jetzt irgendwas passiert... Moment. Egal, was Sie hier jetzt inszenieren. Ich bin nicht mehr dabei. In Handschellen führen Hubert und Staller Brase aus dem Torbogen. Einen unschuldigen Menschen wie einen Schwerverbrecher behandeln. Damit kommen Sie nicht durch. Lassen, das wird sich schon alles aufklären. Geständnis wäre halt super. Ne? Ja, da sparen Sie einen locker ein paar Jahre. Aber verständige bitte sofort meine Tochter. Ja, und sagen Sie gleich, Sie soll eine Zahnbürstel einpacken und einen Schlafanzug für den Papa. Schaulustige glotzen. Sinnig tippt auf ihr Handy. Hubert und Staller fahren mit Brase los. Betrübt sitzt Brase bei den Polizisten im Dienstzimmer. Ich verstehe das nicht. Warum? Warum ich? Ja, jetzt warten Sie erst einmal ab. Das geht gerade nicht anders. Ihr bekommt Besuch. Doro stürmt herein. Was soll das denn? Sind Sie eigentlich irre? Mein Vater ist unschuldig, ja? Ich verstehe Sie, das hört kein Kind gern. Dass der Vater ein Mörder ist, jetzt ging es mir mit. Ich hol dich raus, Paps! Ich war das nicht, Doro! Spinn doch! Die sind doch total durchgeknallt, was soll denn? Kaffee, Tee, Espresso. Brase starrt Staller an. Ein roter Kleinwagen nähert sich auf einer schmalen Straße zwischen grünen Wiesen. Am Steuer sitzt Doro. Mit Abstand folgt ihr der Streifenwagen. In einem Wald sieht Doro sich suchend um. Sie trägt eine blaue Baskenmütze. Hinter einem Baum beobachten Hubert und Staller sie. Wenn die jetzt für rote Mützen auf dem Kopf hätte. Korb mit Wein unterm Arm, da fehlt eigentlich nur noch der böse Wolf. Nein, der war beim Rapunzel. Nein, der Rapunzel war der mit den langen Haaren. Ja, aber der hat nichts mit Tieren gehabt. Aber mit Prinzen. Schau, da kommt schon einer. Doro, Engelchen, was gibt's denn? Du bist so ein Dreckskerl. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Du hast Angst um deine lächerliche Karriere, bringst du einen Menschen um? Der Mann dreht sich um. Es ist der Bürgermeister. Das ist doch der Liebling vom Girwitz. Doro schlägt Haflinger. Hey, ich schaue ein bisschen nach Beziehungskrise. Was hat denn der da am Arm? Spurverletzung vom Dart. Entschuldige, der schmeißt mir auf Zielscheiben. Der Spazierstock. Was? Im Museum. Haflinger drückt Doro an sich. In seinem Büro telefoniert Girwitz. Ja, danke. Zu Riedel und Sonja. Das war Frau Dr. Licht. Die Blutprobe vom Teppich stimmt zu 100% mit der vom Bürgermeister überein. Sie war beim Blutspendedienst. Der Haflinger ist eifriger Spender. Das glaube ich nicht. Der Sigi, der macht sowas nicht. Nein, er war rein zufällig am Tatort und hatte Nasenbluten da. Frau
Probiert machen Sie keine Witze. Wir müssen jetzt den Bürgermeister verhaften. Das gibt vielleicht ein Aufsehen. Nee. Das müssen wir irgendwie diskreter anfangen. Ja, vielleicht eher so privat. So ein bisschen sportlich. Vielleicht wir könnten ihn zum Dart hierher einladen. Daran hatte ich auch schon gedacht. Aber ob er das mitmacht? Sonja sieht Riedel an. Du kennst ihn doch, ruf du ihn mal an. Ja. Na, Herr Gibitz, das können Sie von mir nicht verlangen. Hier geht's um eine Freundschaft. Riedel, hier geht's um Mord. Betroffen senkt er den Blick. Haflinger betritt den Konferenzraum. Ich find's ja wirklich sehr nett von Ihnen, dass Sie mich schon wieder eingeladen haben. Tja, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Herr Dr. Braz, Herr Alter. Ja, der war schon so ein bisschen merkwürdig. Ja, der Herr Bürgermeister. Ja, grüß Gott, Jan. Schlechte Nachrichten, der Dr. Braz war es nicht. Ach so? Ja, dann doch dieser Sicherheitschef, dieser Woddick. Na, der war es leider auch nicht. Auch nicht? Jetzt machen Sie es aber schon ganz schön spannend, ne? Tja, das ist mal eine kleine Überraschung. Der Täter wird gleich vorgeführt. Wie ist es? Werfen wir noch eine Runde? Nein, vielen Dank. Ich bin seit dem Wahlkampf ein bisschen aus der Übung. Ja, die Herren? Entschuldigung. Au! Sagen Sie mal, sind Sie wahnsinnig? Staller schiebt Haflingers Ärmel über einem Verband hoch. Oh, typische Spazierstockverletzung. Was? Ja, wir haben das ganz sicher nachgestellt. Also als Fechter sind Sie total ausfall. Also, ja, abführen. Aber Girwitz lächelt zufrieden. So. Und hängt die Dartscheibe ab. Und du kommst jetzt in den Müll. Auf der Rückseite klebt ein Zettel. Herzlichen Glückwunsch zum 30. Geburtstag. Lieber Martin,